Um ein sternförmiges Array zu erzeugen, verwendet man am besten den Spin-Befehl. Wie das geht, zeige ich dir jetzt mal. Also als erstes Ansicht von oben. Und dann werde ich den Cube hier mal ein Stück nach oben ziehen, dass man es auch sieht. So, dann Tabulator-Taste in den Edit-Mode wechseln. Hier Spin anwählen. Hier gibst du ein, wie oft er das kopieren soll. Also sagen wir mal 5. Dann drückst du hier auf Duplication. Und hier bei Degrees gibst du ein 360. Und das war's. Fertig.